Dieser See ist die Heimat einer mystischen Kreatur. In der Mitte des Sees befindet sich eine von Menschenhand erbaute Unterwasserplattform, die heute die Heimat dieser Süßwasserriesen ist. Unser Plan ist es, mit diesen Titanen der heimischen Seen zu tauchen. So einen Auftritt sollten wir Vollformatkameras nehmen. Wie viele sind da unten? Zwei oder drei? Unser Wels mitgezählt? Bin mir nicht sicher. Das heißt, da unten können bis zu vier Typen auf uns warten. Wäre möglich. Vollformatkameras wären angesagt. Nach einer kurzen Orientierung finden wir die Unterwasserplattformen. Aber sie scheinen verlassen zu sein. Wo sind die Riesenwese? Plötzlich finden wir den ersten, obwohl der nur ein Babywels ist. Aber wir sind hier, um die wirklich großen, 2 Meter langen Fische zu finden. Endlich taucht ein riesiger Fisch aus dem tiefen Dunkel auf. Gefolgt von einem zweiten. Und ein dritter taucht ebenfalls auf. Ihr Bauch ist voll. Also ignorieren Sie den großen Schwarm von Silberkarpfen im Hintergrund. Deshalb sind wir hergekommen, um den Riesenwels zu treffen und mit diesen fantastischen Tierwesen zusammen zu schwimmen.